Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe wieder ein Paket bekommen, oder beziehungsweise kam eine Anfrage von, ja, S5, wie heißen sie? Soundperz. Die haben noch eine preisgünstige in ihr Variante, ob ich die auch noch mal testen wollen würde. Und ich hatte letztens was gesehen bei denen auf der Webseite, was mich mega interessiert hat. Die haben auch eine Smartwatch, Watch 2. Und habe da gleich mal gefragt, wie damit aussieht. Weil das würde mich mehr interessieren, wegen meinem Blutdruck und wegen meinem Herzen und ja, wegen allem drum und dran. Und die hatte auf Amazon echt gute Bewertungen und da habe ich gedacht, ne, das wäre doch mal was wert. Und die wollen wir uns jetzt angucken und die kann man auch anpassen vom Design her. Und ja, da würde ich sagen, wir switchen mal in die Unboxing-Ansicht. Ich bereite hier schon alles vor und dann gucken wir uns die gleich mal an. Ne, aus. So, und da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. So, da haben wir die Watch 2. Zwölf Workout-Modis. IP6, 8. Also, ja, bedingt wasserabweisend, also dass man halt im Regen laufen kann, ohne dass er kaputt geht. Ein Herzrating-Monitor, das ist für mich ganz wichtig. SpO2, naja, mal gucken. Weil ich will ja demnächst mit Fahrrad fahren und vielleicht auch den Spaziergang, was wir letztens angefangen hatten, noch fortsetzen. Meine Frau macht sich immer so Sorgen um mich, wegen meinem Blutdruck und allem drum und dran und wegen meinem Herzaussetzern, weil mein Herz ab und zu einfach mal aufhört zu schlagen und dann wieder weiterschlägt. Und da habe ich gedacht, das wäre was Schönes, um meine Frau zu beruhigen und auch für mich, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, hier ist falsch. Wo geht denn das jetzt hier auf? Ah, hier. Was sieht doch? Oh, die ist größer, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich habe auch Smartwatches, diese kleinen, schmalen. Kennt ihr ja auch. Schon ziemlich lange habe ich die. Da habe ich das Problem. Oh, hier sieht schön groß aus, dass die bei mir immer nicht ums Gelenk passen. Ja, sieht gut aus. Wird auch ein bisschen knapp, aber die Smartwatches sind noch knapper. Ab hier. So. Da werde ich mir aber dann wahrscheinlich dann noch irgendwie so ein Schutzglas holen. Panzerglas. Gibt es ja in verschiedenen Größen, die man dann raufkleben kann. So. Dann haben wir hier ein USB-Kabel mit einer separaten. Mit einer. Da. Also nicht nur USB, sondern hier mit so zwei Kontakten. Das ist so ein bisschen wie beim GPS-Tracker. Das ist dann zwei Magneten und die werden dann an die Uhr rangemacht. Und durch die beiden Pole, Plus und Minus, wird die dann beladen. So, nichts Spektakuläres weiter drin. Dann haben wir hier noch die Anleitung. In Englisch, Deutsch, Espanol, Französisch, Italienisch. Ich denke mal Chinesisch und Japanisch. Panisch, bin mir aber nicht sicher, weil, wie gesagt, die Schriftzeichen kann ich nicht. So, Deutsch beginnt ab Seite 7. Aber man kann so ja das Armband komplett abbauen. Ich weiß nicht, inwiefern das kompatibel mit anderen Armbändern ist. Beladen wird von unten. Wir haben auch einen QR-Code. Für was ist das? Das wird für die App sein.
Das werde ich mal hier schon mal vorbereiten. Das werden wir gleich im nächsten Video, dann im Hardware-Video machen. Und der Gummiband fühlt sich sehr gut an. Hier wird es dann beladen über die beiden Punkte da. Hier sind die Sensoren. Ja, also nichts weltbewegendes mit bei. Eine deutsche Anleitung, die Uhr und ein Ladekabel. Wenn der nicht mehr ist, müsste dann mal gucken, wie man das dann immer noch beladen kann. Das ist immer halt so bei diesen Sonderlösungen ein bisschen problematisch, finde ich. Wenn das einmal kaputt geht, wie beladest du das? Dann kriegst du denn noch Ersatzteile, kriegst du keine Ersatzteile. Die meisten haben ja dann irgendwie zum Abstecken hier, dass der USB gleich mit der Uhr mit inbegriffen ist. Schade, dass hier nicht einfach irgendwo an der Seite hier ein USB mit verbaut würde, aber dann wäre die halt nicht mehr wasserdicht. Naja, okay. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für das Unboxing. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir dann die Uhr das erste Mal betreiben werden. Und ja, dann bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.